Wir begrüßen Sie im Wikinger Center in Ribe. Hier im Wikinger Center in Ribe treffen Sie die Wikinger, wie sie vor 1300 Jahren lebten und wohnten. Sie treffen Handelsleute auf dem Marktplatz, sie treffen die Bauern auf dem großen Hof und sie treffen die Handwerker in der Stadt. Sie sehen den Krieger und den Falkenier. Alles in allem bekommen Sie einen fantastischen Eindruck davon, wie das Leben sich vor 1300 Jahren in Ribe, der ältesten Stadt Skandinaviens, abspielte. Bereits vor 1300 Jahren kamen Menschen zum Marktplatz in Ribe. In der Tat waren es die Menschen, die hierher kamen, die den Marktplatz gründeten. Es waren möglicherweise die Friesen. Sie kamen hierher, sobald es möglich war, einen geschützten Hafen anzulegen. Gut geschützt am Fluss von Ribe, ca. 7 bis 8 Kilometer flussaufwärts. Diese 7 bis 8 Kilometer waren ein sehr guter Schutz, nicht nur gegen Wind und Wetter, sondern auch gegen Krieger, Unfrieden, Räuber und was es sonst noch gab. Sehr viele Menschen in ganz Europa entdeckten dies bereits vor 1300 Jahren. Sie kamen aus Italien, Frankreich, aus Mitteleuropa mit Waren, Trinkgläsern, Glasmosaiken, Drehmalsteinen, Schleifsteinen aus Norwegen. Es wurde mit Fellen und Bernstein gehandelt und dieser Marktplatz war bereits in der Wikingerzeit international. Und er befand sich genau hier im Schutz des Wattenmeeres. Eine der Voraussetzungen für die Errichtung eines Marktplatzes in dieser Region am Wattenmeer war, dass es ein Einzugsgebiet gab, ein Hinterland, das die Rohwaren liefern konnte, die erforderlich waren, um die Handelsleute und die Anreisenden mit Lebensmitteln zu versorgen. Und dies war durch die großen Reichtümer des Wattenmeeres möglich. Nahe am Meer gab es hervorragenden Ackerboden. Und dies bedeutete, dass in diesem Gebiet bereits Menschen angesiedelt waren. Diese Menschen waren den Fremden sicherlich zunächst skeptisch gegenüber, aber sie haben dann nach und nach festgestellt, dass sich dadurch erstens ein Markt bot, diese Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, und zweitens, dass diese Menschen interessante Sachen, hübsche Luxuswaren aus ganz Europa mitbrachten, welche wiederum ihr Interesse für ihren Haushalt und für ihre Wohnung weckte. Sozusagen eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Der Marktplatz in Ribe entwickelte sich langsam von einem Saisonmarktplatz zu einer ganzjährigen Siedlung. Es hat ganz sicher irgendeine Art von Zentralmacht gegeben. Einen Häuptling, einen Herrscher, vielleicht einen König. Und er hat diesen Ort geregelt und organisiert. Er hat sicherlich Steuern und Abgaben von den Handelsleuten und den Anreisenden erhalten. Und für diese Einnahmen hat er Handwerker und Tischler herangezogen, die dann Häuser gebaut haben. Es gibt keinen Zweifel, dass diese Handelsleute sich hier angesiedelt haben. Sie haben Lagergebäude eingerichtet, Warenlager und Werkstätten aufgebaut, sodass sie bereit waren, die vielen anreisenden Leute nächsten Sommer zu empfangen, die Geschäfte machen und das Leben genießen wollten, wie es sich an einem Ort und an einem Marktplatz in der Wikingerzeit gestaltet hat.